Okay, komm. So. Oh Gott. Der Kerl ist so blöd zu treffen. Jetzt so eine scheiß Hitbox, so eine kleine vor allem. Wir können ja gleich mal Folgendes machen. Ich glaube, das Trainingslevel hat kein Passwort, oder? Weißt du das? Training, nein. Okay, dann können wir das nämlich gleich folgendermaßen mal machen. Wenn wir das Race vom Trainingslevel gemacht haben, kannst du mir das Passwort vom letzten Level mal geben. Also wenn du durch bist, wohl bemerkt. Dann versuche ich das gleich auch mal mit Jaffa, so als kleinen Bonus noch. Mhm. Weil ich... Ich krieg dieses Level eh nicht mehr hin. Gerade. Nein, nein, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Du bist schon wieder gestorben. Ich verrate jetzt einfach mal, sein Hadouken ist Instant Kill. Das klingt böse. Dann bereue ich es umso mehr, dass ich es bisher noch nicht versucht habe, so weit zu spielen. Also, dass ich das gute Ende wohl bemerkt erspielt habe. Na komm schon, letzte Hürde hier. Ja, ist nicht einfach. Na gut, an sich ist er einfach, aber sein Instant Kill ist es halt, was die Sache so blöd macht. Sowas ist wirklich immer fies. Egal bei welchem Sache, Spiel. Der macht nur einen Angriff. Der wirft Projektile auf dich, also so Magiegeschosse. Ja. Die kannst du aber auch halt kontern, also parieren. Ja, aber wenn dich so ein Geschoss trifft, nimmst du entweder normalen Schaden oder sein Instant Kill wird getriggert. Ja. Random. Und ich bin schon wieder gestorben. Uiuiui. Ob ich doch noch aufholen kann, das wäre ja ein Wunder. So schnell sind gar nicht mehr in Erinnerung, ganz ehrlich. beim ersten Mal eigentlich recht flott. Tja. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass du warten sollst. Ja, mal gucken. Also, das Spiel will auf alle Fälle, dass du aufholst, dass du Level 13 noch beenden kannst. Ich hoffe, dass ich es jetzt wenigstens packe, ey. 2 Energie habe ich für diese Scheißwache da oben gleich. Das muss doch machbar sein, ey. Nein, 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 nein. Komm, nein. Ich bin... Oder viel besser, ich kann das Passwort dann gleich für meinen Durchlauf, für meinen ersten Durchlauf raus. Und da hat die nämlich weniger Energie, dann kann ich jetzt mal mit weniger Energie probieren auch. Ob ich das packe. Das würde ich gerne mal probieren. Wobei, mit meinem Passwort kriege ich ja das gute Ende nicht. Nee, dann müsste ich da eins dann nehmen. Dann kann ich nein, feiern. Nein, nein, keiner ducken. Ducken! Sagt der auch Hadouken? Ich glaube nicht, oder? Nein. So, jetzt aber on guard! Yes! So. Jetzt geh bitte sterben. Ja, Wache. Nein, nicht umbringen. Oh Gott, Mann. Genau, stirb bitte, danke. So, aber die Final Boss Musik so richtig hämmern, so. Das ist richtig. So, jetzt nur noch dieses Förderband hier und. Ja, bring! Nee! Nee! Ja! Nee! Nee! Ein Segen, ich bin durch! Also, nicht durch das Level, aber. Fickt euch. Wo ist der Schalter für den Ausgang? Ah, hey, das ist doch, hä? Hä? Für was ist dieser Schalter? Arsche, keine Ahnung. Übrigens, Jaffa hat mich gerade mit dem ersten Treffer gewonshottet. Ne? Total random, wann dieser Hadouken kommt. Muss ich erstmal den ganzen Weg jetzt zurücklatschen? Nochmal durch die, diese Guillotine. Egal, die Wache ist zwar tot, aber trotzdem. Muss einfach mal zu campen. Das ist ekelhaft. So. Das ist richtig ekelhaft. Oh nein. Spring! Danke, Prinz. Nein, du ver... Fick dich doch. Fick dich doch. Mann. Ja, komm hier rüber, Jaffa.
Scheiße. Nee. Hallo, ich weiß, dass du auch zu mir rüberkommst, wenn ich hier, rüber, hier näher stehe, ne? Ich weiß es, ich weiß es. Also Level 13 ist absolut mein Verhängnis-Level. Ich krieg's nicht hin. Blöde Vorderband, hä? Das habe ich ja hingekriegt, nur ich bin wohl ein bisschen zu weit gesprungen und dann so schön in den Abgrund gefallen, hä? Oh. Ich warte jetzt einfach auf der Farbe, bis er mir von selber näher kommt. Ich renne ihm hier nicht immer hinterher. Ach, Mann. Nicht. Hm? Der Herr hier. So viele Versuche nur an einen Level hier verbraten, ey. So, und jetzt kommt die dumme Phase hier. Ja, der Kerl hat noch eine Phase 2 übrigens. Da sage ich jetzt noch nichts. Aber es hat gedauert. Und dauert. Dauert. Ich frage mich, wie du dieses Level 13 so gut hingekriegt hast, ey. Glück. Ja, das glaube ich auch, dass du Glück hattest, ey. Mann, warum ist das Glück nicht auf meiner Seite, verdammt? Guckt durch diesen Schlagabtausch ab. Keiner lässt hier locker. Ja, schöner Schlagabtausch. Bei mir sind wir Sprünge, Fallgruben, Schalter. Ja. Ich mache hier nur noch Button-Mashing und kann ich ihn vielleicht mal treffen irgendwie? Bestimmt. Au, und ich komm schon mein. Oh, er trifft mich. Warum denn? Ja. Oh Mann. Schneller als der Waffenmischen! Bis die Finger glühen! Geh durch, danke Prinz. Oh! Du die Finger weh! Sind ja nur deine. Sei ruhig. Du kriegst den Spaß auch noch vorgesetzt, keine Sorge. Ja, warte, näher ran. Oh, nochmal, komm. Wenn ich an die Wand drängen kann, habe ich gewonnen. Tja, viel Glück. Komm her, Buddy. Lass ihn nur noch einmal treffen. Dann habe ich es nämlich. Dann habe ich an die Wand geklatscht. Hat nichts mehr tun. Aua, nein. Ich darf mich nicht zurücklassen. Noch nicht nah genug. Jetzt hab ich. Finish! Das fehlt hier noch, ey. Warte mal, mach ich bei mir wenn kurz, den gibt's auch lauter. Lauter. Ich bin durch. Das ist scheiße. Ja, der Tyrann Jafar ist besiegt, seine Power, seine Kraft zerschlagen. Und ich habe wirklich die größte Dummheit in diesem Level auch wieder mal begangen. Ich kann hier durch? Die Leute verehren ihre Prinzessin und den Helden, der sie gerettet hat, von den Kräften der Finsternis. Er wird nicht mehr als Fremder bezeichnet, er ist von diesem Tag an der Prinz von Persien. Die Musik passte gerade dazu. Hallo, ich will eingesperrt werden, Jafar. Ah, da bist du. Tja, jetzt bin ich auch hinter Gittern. Hat ja nur eine halbe Ewigkeit gedauert, nachdem ich einen anderen falschen Weg gegangen bin und... Ach, leck mich. Scheiß Level. Sorry, ich muss kurz gerade den Credits ein bisschen unterbrechen. Musik ist mir zu laut.
Hilfe! Maus, wo bist Leise. Du? Ah, perfekt. Ja, das ist live, Leute, das ist live. Mach mal so. So. Ich muss da runter? Okay. Ich würde ja gern helfen, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Ja, du musst dir die Credits anschauen. Ja. Ich kann jetzt aber mal kurz mein Fazit dem Spiel abgeben. Also, es ist schwer, es ist nervenaufreibend, aber ich mag das Spiel trotzdem sehr. Allein dieses Erkunden von den Levels macht mir persönlich unglaublich viel Spaß. Auch wenn es nervenaufreibend und fies ist und gemein und alles, aber gerade das mag ich an dem Spiel irgendwie. Dieses Level-Erkunden, sowas findest du heute eigentlich nicht mehr. Oder ganz, ganz selten. Ja, ganz selten. Und ja, Soundtrack ist okay, ein bisschen düdelig, aber ja. Das größte Manko an dem Spiel ist, finde ich, die Steuerung. Dieses hippelige Rennen von dem Typen, was ich erst mal dran gewöhnen muss. Und die Sprünge. Ja. Die Sprungreaktion. Und diese verzögerte Springen, ja. Ja. Oh, da sieht man dann in den Credits sogar Sachen, die wir nicht gemacht haben. Zum Beispiel das Spiegelbild bekämpfen. Ne? So, ich habe die Wache jetzt mal kurz umgebracht und ich kann jetzt endlich, wenn ich jetzt diese Förderband-Sprungpassage noch schaffe, das Level beenden. Wow. Danke, Prinz. Das hätten wir so viel eher haben können. Jetzt ist alles zu spät. Aber immerhin. Jetzt, wo die Credits schon laufen. Ja. Yay, und wie lange habe ich gebraucht? 9 Minuten 56, wow. Wow. Oh, die Maus ist zu ihr zurückgekehrt. Und sie gibt ihr Essen? Ja. Oder streichelt sie, wie auch immer. Wohl eher, ne? Was will eine Maus? Level 14, yay. Dein das Mahlzeit. Dein Hasslevel. Mein Hasslevel. Ja, mal gucken, wie du damit klarkommst. Na gut, das ist eh. Ja, ich kann ja zumindest einen Versuch machen. Die Credits laufen ja bestimmt noch ein bisschen. Ach man, geh jetzt in die Stachel. Danke. So schwer war es doch nicht. So. Schleichen, 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 schleichen. Ja, kurze Rückkehr zum Fazit. Also, wie gesagt, ich mag das Spiel sehr und Spyro, ich finde, du hatet es. Du hatest es zu Unrecht. Ja, wenn man sich erstmal an die Steuerung gewöhnt hat, geht's doch eigentlich recht gut von der Hand. Und ja. Im Rest kann man sich durchbeißen. Definitiv. Es sei denn, man hängt so wie ich an Level 13, weil man einfach nur Dummheiten begeht, die eigentlich nicht sein müssen. Aber ja. Egal. Ja Mensch, Spyro hat ja dann wieder Safe States, der ist dann wieder leichter, ne? Ja. Aber Alter, Spyro, somit kannst du sehen, man kann es ohne Safe States schaffen. Mhm. War doch ganz easy, ne? Wenn nur das 13. Level nicht wäre. Ja, also es gibt auf jeden Fall echt schlimme Stellen. Unfaire Stellen, aber. Ja, vor allem, wenn man wirklich erst denkt, man muss den Weg da unten nehmen und dieser Schalter allerdings dieses scheiß Tor aufmacht, dass die Wache da durch kann und man quasi dann schon verloren hat in diesem Level. Was wäre denn so dein Fazit zu dem Spiel? Also an sich mag ich das Spiel auch richtig sehr gern. Finde den Soundtrack an sich klasse. Wird auf jeden Fall definitiv klasse Melodien in diesem Spiel. Moment, ich werde erstmal diese Wache runterstoßen, dann mache ich weiter. Oder umbringen, je nachdem. So, komm. Du oder ich. Na gut, du. So. Ja, ansonsten spielerisch auf jeden Fall auch mal was Einzigartiges. Naja, einzigartig ist es nicht. Es gibt ja auch noch andere Spiele, die in etwa ungefähr fast genauso spielbar sind. Haben wir ja schon genannt, wie Oddworld oder... Oder. Ich muss schnell sein. Ach, scheiße. Heart of Darkness. Out of this world. Genau. Wie sie alle heißen. So. Ja, super. Das sind Stacheln. Ach, vergiss mal das Ganze hier. Ach, egal. Toll.
Warst du oben gerade bei dem Tor, wo die Dinger mit der Boden wegbröckelt? Ja. Also das ist meine Hassstelle. Genau diese Stacheln. Und hinter den Stacheln ist ein Schalter, der das Tor wieder zumacht. Das sagte ich mir. Na gut, gehen wir jetzt Game Over. Ja, wenn wir nämlich jetzt zu lange warten, passiert Folgendes, Leute. Wir gehen Game Over, aber wir können trotzdem noch fortsetzen. Aber, ja gut, egal, wir machen jetzt das Trainingslevel. Sind die Credits schon vorbei? Ja, bei mir steht The End. Moment. Na gut. Dann können wir zum Training gehen. Auch wieder im Hauptmenü. Ja gut, dann sind wir bereit fürs Training. Training, yo. Aber erstmal eine kurze Verschnaufpause, bevor wir das machen. Also für euch wird keine Pause sein, aber wir brauchen erstmal gerade eine. Zumindest ich. Okay. Und dann machen wir hier gleich noch das Training für euch. Und ja, das Race ist zwar an sich gelaufen, aber wenn ihr noch halt das Training, also diesen Trainingsdurchlauf durch die einfachen Level sehen wollt oder sehen wollt, wie ich noch den Boss gleich als Bonus mache, könnt ihr es euch auch noch ansehen. Aber wie gesagt, erstmal eine kurze Pause. Jo, bis gleich. Bis gleich.